kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen mal wieder Gothic 2 und diesmal machen wir den Gothic 2 Idiot Run. Vielleicht haben einige von euch den Gothic 1 Idiot Run gesehen. Da geht es dann darum, dass man versucht, das Spiel so durchzuspielen und immer die dümmstmöglichen Antworten in den Dialogen zu wählen. So, dass der Held einfach immer mal wieder ins Fettnäpfchen tritt und eben alles ein bisschen schwerer wird dadurch vielleicht auch, weil er sich einfach dümmlich anstellt. So, ich kombiniere das Ganze mit einer Mod, und zwar mit der Gothic 2 Reimagined Mod. Die gibt es schon seit einer längeren Zeit, die ändert das Balancing ab, sodass man durch das Ausführen der jeweiligen Tätigkeiten besser in den Tätigkeiten wird oder in den Kampftalenten. Also man benutzt für den Bogen, dann steigert sich das Bogentalent. Man benutzt für die Armbrust, dann steigert sich das Armbrusttalent. Da gibt es wahrscheinlich noch andere Dinge und Features. Ich habe mir mal wieder nicht genau alles angeguckt, weil ich mich auch ein bisschen überraschen lassen will. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, die Mod selber spielen wollt, wie immer alles in der Beschreibung verlinkt. So, wir starten mal ein neues Spiel. Ich würde sagen, weil das hier so ein Fun-Run ist, machen wir einfach auf normal. Es gibt auch den Schwierigkeitsgrad schwer. Wir machen mal noch normal. Beschwörungen verbrauchen stetig Mana. Nö, das möchte ich nicht. Gruppenmitglieder unfokussierbar im Kampf. Das ist sehr gut, das machen wir an. Angriffe ignorieren Gruppenmitglieder. Ja, finde ich auch gut. Also wenn ich einen Feuerregen zünde zum Beispiel, dann verletze ich nicht mein Gruppenmitglied, wenn ich denn eins habe. Zauber benötigen Vorstufen zum Erlernen. Nee, wäre vielleicht interessant, wenn man Magier werden will, aber ich glaube, ich will gar kein Magier werden. Einnahme von Permaboni limitieren. Nee. Nee, das auf keinen Fall. Permaboni abhängig vom Lehrmeister. Nee, das machen wir auch aus. Gothic 1 Taschendiebstahl. Ist denn ein dümmlicher Held sehr geschickt? Ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht. Deswegen, wir machen es mal an, aber ich glaube, ich werde es gar nicht nutzen können. Slash and Craft, das ist ja das, was ich angesprochen habe, schätze ich jetzt mal, und das machen wir an. Gut, starten wir mal ein neues Spiel und ich werde das Intro nicht zeigen, weil wir haben es alle schon 1 Million Mal gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Steinen gelegen. So war es auch. Nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Ich hatte schon befürchtet, dich nicht mehr aus den Trümmern des Tempels befreien zu können. Aber genug davon. Jetzt bist du ja hier. Es gibt eine neue Bedrohung, um die wir uns kümmern müssen. Ja, Xalas gönnt mir nicht mal 5 Minuten, nicht mal kurz mal Verschnaufpause, direkt wieder auf zu neuen Bedrohungen. Das Intro skippe ich auch. Verbünde dich mit ihnen. Nur so können wir Belia Einhalt gebieten. Genug Zeit haben wir ja jetzt. Ich habe es geschafft. Der Schläfer wurde verbannt. Du hast ihn besiegt, das ist richtig. Aber den Krieg, der jetzt folgt, können wir nicht mehr aufhalten. Der Schläfer hat mit seinem letzten, wutentbrannten Schrei die Armeen der Finsternis in Bewegung gesetzt. Es war ein Befehl an alle bösen Kreaturen, ein Wort der Macht, dem sie alle gehorchen mussten. Sein letzter Befehl war, kommt. Und sie kamen, alle, sogar die Drachen. Drachen? Es sind Kreaturen von uralter Macht. Ich kann ihre Gegenwart spüren, selbst hier. Und sie haben eine ganze Armee von niederen Dienerkreaturen um sich gescharrt. Wo ist diese Armee jetzt? Die Armee lagert nicht weit von hier, im Minental von Korinnes. Und sie bereitet sich auf den Angriff vor. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Was können wir tun? Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Korinnes, nicht weit von hier, lagert eine Gruppe von Paladinen. Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, mit dessen Hilfe wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es das Auge Innos. Du musst dir dieses Artefakt besorgen. Berichte den Paladinen von der Bedrohung. Du musst ihren Anführer überzeugen, uns zu helfen. Und sobald du mit ihm gesprochen hast, musst du das Artefakt Belias finden. Es ist das Gegenstück zum Auge Innos. Es darf nicht in die Hände des Bösen fallen. Ja, dann brechen wir mal auf, würde ich sagen. Ich werde so schnell wie möglich aufbrechen. Gut. Und eines noch. Verrate niemanden, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem keinem Magier.
Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist auch gut so. So, wir nehmen einmal alles mit. Mit Xardas kann ich ja dann später weiterreden. Das muss aber auch nicht sein. Aber erstmal würde ich sagen, ist es auch dumm, so wenig wie möglich über unseren Auftrag zu wissen. Das ist ja auch immer so eine Definitionssache, was ist Dummheit genau? Aber es geht für mich hier einfach darum, die dümmstmöglichen Antworten in den jeweiligen Dialogen zu wählen. Und das machen wir. Übrigens, alle Mods, die ich nutze, sind in der Beschreibung verlinkt. Texture Pack auch und so. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, dann checkt das mal ab. So, plündern wir mal alles, was hier so rumliegt. Alles meins, alles meins. Und in Gothic 2 gibt es sehr viele Dialoge und wir können auch hoffentlich sehr viele dumme Antworten auswählen. Ich würde mal vorschlagen, dass wir direkt zu den Banditen laufen. Aber erstmal muss dieser Wolf dran glauben. Ein Drecksvieh weniger. Pavaloren, der gerade die Goblin-Familie bekämpft, den lassen wir mal links liegen. Hey, hilf mir mal, du Arsch. Der macht das schon. Wir wollen mit ihm hier sprechen. Das ist wichtig. Alles andere nicht. Hey, Flitzpieper. Hey, wo kommst du denn her, hä? Also, es gibt jetzt hier mehrere Möglichkeiten, aber wahrscheinlich wäre das Dümmstmögliche, direkt von Xardas zu sagen. Ich komme von Xardas. Ist das der alte Hexer? Xardas heißt er. Das wird Brago interessieren. Jetzt greift er mich direkt an. Aber man könnte auch alternativ aus den Bergen sagen und mit ihm mitgehen, was auch dumm wäre. Aber ich würde sagen, am dümmsten ist natürlich wirklich direkt Xardas zu sagen, weil Xardas hat uns noch gesagt, hey, bitte verrate niemand, dass du mit mir gesprochen hast. Das hast du verdient, Mistkerl. Ich könnte ja erstmal hier reingehen. Wäre auch eine Möglichkeit. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, diesem Video ein Like zu geben. Vielen Dank. Naja, und das Ganze wird ja interessant, weil man dann hier mal so ein bisschen aus seinem alten Spielstil ausbrechen kann, ne? Das du bist der Kerl. Machen wir ihn fertig. Wir können ja auch eigentlich die Leute zu Kavalon locken. Kriegt ihr Sinn, eine Treppe runterzugehen? Aua. So, komm mal mit, Freunde. Hey, ich weiß, ich hab dir eben bei den Goblins nicht geholfen, aber kannst du mir mal kurz helfen, diese Typen loszuwerden? Junge, ich esse gerade Käse. Och, komm schon, bitte. Na schön. Schauen wir uns mal an, wie Kavalon das macht. Das hast du verdient, Mistkerl. Danke, Chef. Und was gibt es Dümmeres als die... Du arme Wurst, hast ja nicht mal Gold dabei. ...die versiegelte Botschaft direkt zu öffnen. Ich kann nicht lesen. Könnt ihr euch nochmal durchlesen, für die, die es noch nicht kennen? Könnt ihr auch lassen. Ärger? Verdammt, ich weiß gar nicht, wo die sich alle versteckt halten. Du tötest einen und kurze Zeit später sind sie alle wieder da. Moment mal, ich kenn dich doch. Du bist doch der Kerl, der mich damals im Minental ständig um Pfeile angebettelt hat. Die Geschichte ist übrigens gelogen. Kann mich kaum erinnern. Ach komm, ich hab dir das Bogenschießen und Schleichen beigebracht. Damals in meiner Hütte vom alten Lager. Klingelt's? Dein Name ist Kavalon, richtig? Ah, ich sehe, du hast mich nicht vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben in der verfluchten Kolonie. Wo willst du eigentlich hin? Ich habe kein bestimmtes Ziel. Du willst es mir nicht sagen, was? Auch gut. Was machst du hier? Ich sitze hier fest. Wenn diese verdammten Banditen nicht gewesen wären, wäre ich gar nicht hier. Was war mit den Banditen? Hast du die letzten Wochen verschlafen? Ich rede von dem ganzen Gesindel aus der Strafkolonie, das sich hier in der Gegend breit macht. Plündern und morden, was das Zeug hält. Kann froh sein, dass sie mich am Leben gelassen haben. Ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Da haben sie mir von hinten ins Übergezogen. Die Banditen sind erledigt. Dann kann ich jetzt endlich meinen Auftrag erledigen. Hab schon viel zu viel Zeit verloren. Was für ein Auftrag? Ja, ich muss erst in die Stadt und dann später... Ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig schaffen soll. Was ist mit mir? Warum eigentlich nicht?
Du könntest den Brief in die Stadt bringen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen müsste den Brief in seiner Tasche haben. Bring ihn zu Vatras, dem Wassermagier der Stadt. Du wirst ihn im Athanos-Tempel treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Und wenn er dich fragt, wo ich bin, sag ihm einfach, ich bin schon zum Treffpunkt aufgebrochen, okay? Ach ja, eins noch. Kauf dir bei den Bauern erstmal ein paar anständige Klamotten. Sonst hält dich noch jemand für einen Banditen. Hier hast du ein paar Münzen. Ich brauche bessere Ausrüstung. Ich kann dir ein Wolfsmesser geben. Reicht dir das erstmal? Messer ist gut. Aber wie steht's mit Heilung? Ich hätte hier noch zwei Heiltränke. Interesse? Klar, her damit. Gut, der Rest interessiert mich nicht. Dann ziehen wir mal weiter. Hier ist noch ein Lederbeutel, den nehmen wir natürlich auch mit. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zu Lobards Hof. Was geht, du Bauer? Hey, Fremder! Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich reinlassen. Und du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na, zum Beispiel, dass du von Lobards Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Verstehe. Ich sag mal das mit dem Bandit noch nicht. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Was ist denn mit den Schafen los? So, sprechen wir mal mit Lobard. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Ich verstehe nicht. Was? Verarsch mich nicht, Junge! Ich will wissen, wo du stehst. Also, für wen bist du? Für den König. Für den König? Das haben die Stadtwachen gesagt, als sie die Hälfte meiner Schafe geholt haben. Aber wo sind die Drecksäcke, wenn wir uns die Banditen vom Hals halten müssen? Wo werden sie sein, wenn uns die Orks überrennen? Ich werd's dir sagen, in der Stadt, hinter den dicken Mauern. Also hör mir auf mit dem König. Ich brauch vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Du könntest einen Teil des Preises abarbeiten. Wenn, falls du jemand bist, der Arbeit sucht. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Weil die Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Ich soll Rüben ziehen? Willst du mich verarschen? Richtige Männerarbeit ist wohl nichts für so einen feinen Herrn, was? Mach, dass du aufs Feld kommst oder verschwinde von meinem Hof. So, dann nehmen wir mal ein paar Rüben mit. Aber nicht alle. Hier hast du deine Rüben. Ja, aber das sind ja noch nicht mal 20 Stück. Hast du den Rest etwa aufgefressen? Hm. Das will ich nicht hoffen, mein Junge, sonst kannst du deinen Lohn vergessen. Ja, sieh zu, dass du mehr holst. Los, an die Arbeit. Sonst mache ich dir Beine. Guter Tipp, wir könnten alle essen. Dann kriege ich aber Bauchschmerzen. Das ist eigentlich ein sehr guter Tipp gewesen, Lobard. Ich würde sagen, wir essen alle auf. Vor seinen Augen. Ich bin dagegen. Das wäre ziemlich dumm. Wo sind die Rüben? Ich bin blind. Ach, hier. Aber die Sache ist, dann könnte ich eine andere Quest mit der
Frau von Norbert mich machen, richtig. Ja, okay, eigentlich können wir auch sagen, er ist dumm, er hat es nicht verstanden, aber jetzt hat er es verstanden und gibt sie ab. Ich interpretiere das jetzt mal so. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Ja, Gold natürlich. Gib mir 5 Goldmünzen. Hier. Und versauf nicht gleich alles auf einmal. Kriegt man für 5 Goldmünzen überhaupt irgendwas Alkoholisches? In Gothic? Nee. So, und dann probieren wir mal, die Rüben jetzt rauszuschmeißen. Hey. Hast du was zu essen für mich? Morgen kannst du dir wieder was abholen. Hast du was zu essen für mich? Du hattest heute schon deine Portion. Komm später wieder. Das ist doch scheiße. Hey. Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Das würde ich doch niemals tun. Aber wir würden natürlich die Bauernkleidung voll Lober tragen. Ich glaub's ja nicht. Der Mistkerl rennt mit meinen Klamotten rum. Du solltest dich hier nützlich machen und nicht in meinem Haus rumschnüffeln, du Tagedieb. Du gibst mir auf der Stelle meine Klamotten wieder. Vergiss es. Ich werde dir helfen, Bürschchen. Na warte, du dreckiger Dieb. Aua. Versuch nie wieder, mich zu bestehlen. Gold. Das ist schon mal meins. Gehört eh deiner Frau. Deine Waffe nehme ich mal lieber mit. Die gehört Kalanorn. Ich meine, das ist echt gut, weil jetzt hat er das Gold von seiner Frau geklaut. Oh, immer auf die kleinen Mann. Unter anderem. So, und weil wir so schwer jetzt verletzt sind, schlafen wir einfach mal. 2 Tage. Wie gesagt, am besten nochmal. Und am besten auch bis Mittag. Ja. So, dann reden wir nochmal mit seiner liebreizenden Frau. Du traust dich noch zurück? Was hast du mit meinem Geld gemacht, du Taugenichts? Du hast es nicht mehr. Ich hab dir 20 Goldstücke gegeben. Geh mir aus den Augen, du dreckiger Dieb. Naja, so gesehen hat dein Mann das Geld. Also ist es ja hier geblieben. Hey. Mit Dieben rede ich nicht. Und jetzt geh. Tja, so eine Zicke. Ja, läuft doch gut. Läuft ziemlich gut. Geh mir aus den Augen, dreckiger Dieb. Mann, seid ihr alles Jammerlappen. Wie man sich beliebt macht. Psst. Hey du, komm mal her. Was ist? Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es nochmal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Ich meine, eigentlich ist es ja dumm, jetzt zu sagen, warum nicht, weil das Dümmste wäre, so einer Person zu vertrauen. Ja? Fragen stellen wird man sowieso nicht. Also entweder ich muss weiter oder warum nicht? Ich sag mal, ich muss weiter. Ich muss weiter. Du willst mir also nicht helfen? Das werde ich mir merken, Freundchen. Wir sehen uns noch mal wieder. Hey, eine Sache noch. Hör zu, Kleiner. Ich habe im Moment wichtige Dinge zu erledigen. Wir werden uns später unterhalten. Klar? Klar. Da ist wieder einer. Ein Mistvieh weniger. So, reden wir natürlich noch mit Kanta. Wie läuft die Arbeit, Bauersmann? Sehe ich wie ein Bauer aus? Ganz genau wie ein Bauer, aber du redest nicht wie einer. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich ein interessantes Angebot für dich.
Was hast du anzubieten? Wenn du bei den Torwachen genauso überzeugend bist wie bei mir, lassen die dich nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Interesse? Was willst du für deinen Passierschein? Ich wusste, du bist der richtige Mann. Hör zu, du bekommst den Schein von mir, jetzt. Einfach so? Einfach so. Aber wenn ich dich in der Stadt treffe, schuldest du mir einen Gefallen. Haben wir eine Abmachung? Klar, immer her mit dem Wisch. Hier, sei vorsichtig damit, er ist sehr wertvoll. Eins noch, denk nicht einmal darüber nach, dein Wort zu brechen. Als Händler habe ich einen sehr großen Einfluss in der Stadt. Es würde dir nicht bekommen, glaub mir. Ich muss weiter. Von mir aus. Ja, das ist auch sehr gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen einfachen Weg in die Stadt. Dümmer wäre es natürlich, wahrscheinlich einfach 100 Gold zu zahlen, obwohl wir den Passierschein haben. Und ich glaube, das wird auch der Weg sein, den wir einschlagen. Okay, leider habe ich gar keine 100 Gold. Halt! Bist du einer der Knechte von Lobards Hof? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin noch nicht lange bei Lobard. Was willst du in der Stadt? Ja, das wäre eigentlich schon zu schlau. Ich muss zum Anführer der Paladine. Ich habe eine wichtige Nachricht für ihn. Ach. Und was könnte das wohl für eine wichtige Nachricht sein? Die Stadt wird bald angegriffen. Was? Von wem? Von den Orks? Hast du ihre Armee gesehen? Ja, ich war im Tal von Korinnes. Ich habe riesige Drachen gesehen. Du lügst doch. Der Pass zum Tal wird von beiden Seiten gehalten. Niemand kommt da durch. Mach, dass du wegkommst. Und das mit den Drachen hat ihn nicht irritiert. Ich bin gekommen, um mich der Miliz anzuschließen. Der ist gut. Versuch's damit mal beim anderen Stadttor. Vielleicht kaufen die dir das ab. Ja, um zum anderen Stadttor zu finden, bin ich zu dumm. Hier sind 100 Goldstücke. Lass mich rein. Was? Wo? Ich sehe ja keine 100 Goldmünzen. Hau ab! Tja, dann muss ich mir wohl 100 Goldmünzen besorgen. Verkaufen wir mal, weiß nicht. Feuerball. Heilung. Was ist denn ein bisschen was wert? Die Dinger sind was wert. Ich muss weiter. Von mir aus. Ja, jetzt ihm 100 Goldstücke zu geben, wäre schon ziemlich dumm. Halt! Was willst du schon wieder? Der Bauer schickt mich. So. Hast du diesmal wenigstens einen guten Grund herzukommen? Ja, ich will dir 100 Goldstücke geben. Hier sind 100 Goldstücke. Lass mich rein. 100 Goldstücke klingen gut. Dann mal immer rein mit dir. Okay. Halt, Fremder! Ich bin Lothar, Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Unser Kommandant Lord Hagen hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich muss weiter. Warte! Du kennst die neuen Gesetze der Stadt noch nicht. Später. Von mir hatte das nicht. Wir haben nämlich einen wichtigen Auftrag. Wir müssen ins obere Viertel. Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Er sollte lieber den Mund halten. Ich bin ein angesehener Bürger von Korinnes. Lass mich durch. Du bist Dreck unter meinem Fingernagel. Mach, dass du wegkommst. Das ist aber nicht nett. Ich wäre mir da nicht so sicher. Adanos aber sah, dass so nichts sein konnte. Adanos sei mit dir. Wer bist du? Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? Ja, aber... Er ist ja geöffnet. Hoffentlich ist er nicht in die falschen Hände geraten.
In der Tat, das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Ich habe ihn einigen Banditen abgenommen. Bei Adanos, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wenn es so ist, wie du sagst, dann haben wir ein großes Problem. Ich werde mich so schnell wie möglich darum kümmern müssen. Wisst ihr, was witzig ist? Wir haben noch nie vom Ring des Wassers gehört, weil wir gar nicht mit Cavalorn gesprochen haben. Irgendwie ist das sehr merkwürdig. Naja, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir genau hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.